Bei diesen Worten lächelte ich, als ich hörte, dass mein goldener Körper mein Engelskörper ist. Mit dem Begriff goldener Körper bezeichne ich einen Zustand, in dem wir ganz in unserer Mitte sind. Der Begriff entstand vor ein paar Jahren, als ich mit einer hellsichtigen Klientin arbeitete, die mich ansah und erstaunt ausrief: Sie sind ja ganz Gold. Sie befinden sich in einem goldenen Körper. Es gibt Gelbgold, Weißgold, Rotgold, Gold. Der Körper, goldene Körper, ist ein Raum, in dem uns von außen nichts mehr berührt. Wir nehmen für einen Moment unser Ego auf. Wir geben einen Moment unseren Ego auf, um den höheren Führung zu lauschen, und konzentrieren uns voll auf unser Tun. Die Stimme sprach wieder und übermittelte mir eine für mich ganz erstaunliche Botschaft. Da die Erde momentan durch eine sehr schwierige Phase geht, bemühen sich die Engel verstärkt darum, den Menschen zu helfen. Eure Atome, Zellen und DNS verändern sich kontinuierlich, damit ihr in die fünfte Dimension eintreten könnt. Vielleicht fühlt ihr dies in eurem Körper, in eurem Herzen, in den Schultern, im Solarplexus und in den Chakren, die sich öffnen. Noch ist euer Geist auf wenige Dimensionen beschränkt, aber bald werdet ihr ihn für alle fünf Dimensionen öffnen können und das Bewusstsein von Engeln erreichen. Ja.